Thomas Röhler hat olympisches Gold im Speerwerfen gewonnen, das erste für Deutschland seit 44 Jahren. Röhler übertraf bei den Sommerspielen in Rio als einziger der 12 Teilnehmer die 90-Meter-Marke. Sein Goldwurf landete bei 90,30 Metern. Der 24-Jährige siegte vor Weltmeister Julius Yego aus Kenia und London-Olympiasieger Keshawn Welcott aus Trinidad und Tobago. Zuletzt war Klaus Wolfermann 1972 in München deutscher Speerwurf-Olympiasieger geworden.